So Leute, nach ein Stündchen oder nach einem Nickerchen von einem Stündchen Dauer schauen wir mal, was hier weitergeht. Was macht ihr hier so alles Schönes? Wir passen auf den Dutch-Ofen auf. Ein Dutch-Ofen? Ein Dutch-Ofen. Und was ist da drin? Totes Huhn. Was für ein Ding? Totes Huhn. Wieso ist da totes Huhn drin? Weil das eine Hühnersuppe wird. Das quietscht ja gar nicht mehr, wenn es tot ist. Ja, das ist Pech. Mach mal auf. Ich bin noch im Anfangsstadium. Im Anfangsstadium. Das kann ja noch dauern. Oh Mann. Du machst mal was selber. Und was habt ihr hier drin? Was ist das? Was denn? Das sieht grün aus. Süßkartoffelpuffer gibt es. Okay, okay. Was schlägst du da aus? Ich mach sauber. Du machst sauber? Ja. Kopf rein, Zunge raus. So kann man es auch machen. Drin, was hast du da drin? Ich würde es dir jetzt gerne zeigen, kann ich jetzt auch nicht aufmachen. Warum? Da ist auf jeden Fall unser Schokokuchen drin. Zusammenfällt. So, ehrlich? Mhm. Mach auf. Zusammengefallen. Okay. Wo ist mein Anteil? Ich möchte meinen Anteil haben. Was gibt's hier Feines? Was hast du gemacht? Ah. Ui. Lecker Schokokuchen mit flüssigem Kern. Ich hoffe, flüssigen Kern. Das wollen wir nicht hören, weil das werden wir nämlich jetzt testen. Oh, und da gibt es eine schöne Kugel Vanilleeis. Ist das alles? Ja, das ist alles. Oh. Keine Schokostreusel mehr drauf? Der Fundus in Tricoli ist nicht so groß, da passt nicht so viel drin. Ja, wo ist denn denn? Wir nehmen es mit und tun es probieren. Warte mal, Dankeschön. Der Danke möchte Schokostreusel. Ja. Björn, du bist wieder zu doof, das auf den Kohlen zu machen, oder? Nein, ich hab zu viel Wasser drin. Musst du jetzt Wasser verdampfen? Ja. Man muss sich nur zu helfen wissen. Man kann ja doof sein, aber man muss sich zu helfen wissen. Richtig! Danke. Ist hier schon schlecht oder kann man es essen? Also, das geht noch. Nichts raus. Ich habe jetzt eine Gabel. Heiß. Ist nicht mehr ganz flüssig, aber ist auf jeden Fall bestimmt schön weich. Und du maulerst hier rum? So, in diesem Sinne. Ja. Also, ich lasse mich schmecken. Jo, dann gucken wir uns das mal an hier. Mal schnell die Cam in die andere Hand nehmen. Jo. Also, er wollte einen flüssigen Kern haben. Oh ja, der ist schon noch flüssig. Jawohl. Dass der Kern innen flüssig ist. Sag doch, flüssiger Kern. Jo. Dann machen wir ein bisschen Chili mit drauf, dass wir so ein großartiges Dessert reinkommen. Schönes Dessert, lecker. Sehr lecker. Und sehr schokoladig. Mhm. Ah, ich revidiere. Ist doch noch flüssig. Jo, gehörst, was macht denn der Badener da? Was Gescheites? Kannst du das? Ja, ich versuch's zumindest. Jo, super, Lot. Und was wird es genau? Oh, das Hören bringt ja schon den Nachtisch. Ich bin ja mit dem Hauptgang fertig. Er bringt den Nachtisch. Aber mein lieber wir täschen gleich Thomas, mal. Du machst jetzt mal eine kurze Leistungspause und lässt jetzt mal was Leckeres kurz zur Gemüte ziehen. Den Micha will gerade noch wissen, was dem bringst du es mir nicht. Du bist ja auch nicht am Kochen gerade. Mensch. Kern, Leute, so muss das sein. Flüssig. Mh. Aber jetzt erzähl uns doch endlich, was das wird, was du da machst. Aber schluck erst mal runter. Das macht ja mal meine Frau, aber... Ja, es gibt ein gefülltes Schweinekarree, 21 Tage, dry aged. Füllen werde ich das mit Bacon, selbstgemachte Pesto, ein bisschen Chili und geriebener Emmentaler. Das rolle ich zusammen und glasiere es dann später auf dem Grill. Wunderbar. Und gewürzt natürlich mit der Schweinerei vom Beef Buddy. Schon wieder der Typ. Ja, logisch. Hey. Ist das? Ich hätte jetzt mal bald wieder Hunger. Oh ja. Ja, noch volles Brett von Zahn. Ja, erstmal. Oh, ist das lecker. Vielen Dank, den Peter noch oben drauf. Jo. Eine Spende.
Bitte eine Spende. Eine Spende. Komm hier rum. Da ist eine Spende. Ich habe noch so eine Kelle drinnen. Ja. Jo, danke dir. Oh, wenn du willst. Spenden Sie mir. Wie die Raubtiere. Als hätte es den ganzen Tag noch nichts gegeben heute. Dankeschön. Ja, da draußen regnet es nämlich. Leider. Und jetzt tauschen wir wieder da drüben und da drüben essen wir dann. Platz hier auf dem Tisch wird immer weniger. Egal. Ich hau mir das jetzt ins Gesicht. Prof, wie schmeckt's? Sehr gut, danke. Das wäre dann das Haumichtot-Türmchen Gandersheimer oder irgendwie so ähnlich. Und probieren wir es ganz einfach. Gandersheimer Studentenpfanne. So, hier haben wir das Bravo Altersheimer. Sehr lecker. Türmchen mit Süßkartoffeln. Aber die kannst du bei Rennen. Da bringt ja nichts. Ja, dann geht es irgendwann aus, ja. Aber dann nicht, dass du es wegschmeißt, Mensch. Das wäre ja Verschwendung. Aber haben wir ein bisschen Salz hier rumstehen? Ja, komm, was los? Ich habe genug gegessen. Aber irgendwie so, ach, da geht eigentlich noch was. Das ist also eigentlich muss was gehen, weil ich sag mal, bei sowas kann man nie sein sagen. Philipp, was ist dieses Mighty? Almighty, ja. Also Almighty heißt der Allmächtige. So, und der Burger ist so gut, okay, dass er nur vom Allmächtigen sein kann oder von mir. So, deswegen heißt er nicht Burger, sondern so Almighty, weil ich habe versucht, diesen Burger auf die Spitze zu tragen. Okay. Ich habe die an der Soße 3 Jahre intensiv geforscht, also kein Scheiß, ja. Es ist mein eigenes Fleisch, eigene Kühe, wo ich ein spezielles Wolfungsverfahren fahre. Ja. Ja, spezielles Dry-Aging-Verfahren nur für diese Patties. Echt? Ja. Krass. Ja. Genau. Habe einen speziellen Schweizer DOP-Käse mit Herkunftsbezeichnung und ja, in der Regel schmeckt er den Leuten. Ja. Ja, das hat immer, der ist so schlotzig, ne? Dieses das Fleisch. Ja. Ne, total. So, wunderbar. Nee, ist noch, die Linse vorne ist noch geschlossen. Jetzt ist auch. Ja, sag mir doch mal, wie das angeht. So. Professor trinkt noch einen kleinen Schnaps zu. Ja, ein guter Steiniger, ne? Erleben, ja, ne? So. Ein sehr guter Steiniger. Ja, sehr gut. So, und das die Gäste, ja? Werter Kollege! Ja, dann machen Sie direkt weiter. Nein! Ich kontrolliere jetzt, ob du das hier alles richtig machst. Das ist schön. Also fast, weil diese Platte, der Bereich, der muss noch ein bisschen anheizen. Also du hast mir hier diesen Brenner auch angemacht, ja? Ja, sehr gut. Ich habe dir alles angemacht. Ein Träumchen. Die brutzeln ganz glücklich vor sich hin. Wie lange brauchen Sie denn noch? Also ich würde sagen, auf der Seite noch 2 Minuten, dann drehen wir um. Und für dich dauert es ein bisschen länger, weil du bist dir ja etwas anders. Ja, weil ich hätte dir da noch ein paar Probanden mitgebracht zum Probieren. Binnen. Mahlzeit. Ja, hallo. Moin. Wir sind die Probanden und wollen probieren. Ja, nicht schlecht. Ja, klasse. Probanden. Wunderbar. Kommen Sie rein. Hey, little V. Von dort, little V. Ja, wunderbar. Wir haben genug. Schwester, Tachila. Freut mich. Kommen Sie rein. Hallo. Hackchen. Freut mich sehr. Die waren wohl alle vom letzten Vortrag so begeistert, ja, und die wollten es unbedingt im Almighty probieren. Ja, dann machen wir den doch. Also ich konnte jetzt erst noch 8 auflegen, ich war 12 da und von daher, das klingt ja schön. Das ist ein bisschen der Tropfen Sprachkurs gewesen. Tine, wie nicht, aber gut. Also wie gesagt. Hier hat mir jetzt mein Helfer versucht, mir jetzt diese Seite auch noch hochzuheizen. Schauen wir mal, ob er den Grill soweit verstanden hat. Aber das hier auf dem linken Bereich hat er recht ordentlich gemacht. Und dafür gibt es schon mal einen 10-Applaus. Wohl ein? Ja, ne? Applaus! Danke! Ich trinke auf den Gastgeber mit einem schönen Stern hier. Okay. Ah! So sieht das aus. Ja,
So, wo ist denn der Lukas? Wie sieht es denn aus mit den Brötchen? Ein Träumchen. Hast du eine große Platte, mit der du sie gleich anreichen kannst? Ja. Traum. Sehr gut. Dann weiß ich das. Outsourcing und Delegation ist das A und O beim Kochen für große. Aber was ist jetzt bei diesem Burger zu beachten ganz genau? Ja, warm essen. Ja, bei Kleckern. Bei der Zubereitung ist da irgendwie ein besonderes... Also wenn, dann würdest du... Guck mal, du siehst es ja jetzt, wie ich es mache. Mhm. So, was mache ich alles nicht? Umdrehen. Gut, Temperatur. Aber, pass auf, möglicherweise mache ich ja alles auf einer relativ konstanten Temperatur. Und ja, ich lege es niemals auf Stäbe, weil ich möchte eine ebene Fläche haben, dass ich das, dass der Burger im eigenen Fett brutzelt. Ah. Hätte ich jetzt Stäbe, würde das ablaufen, ich hätte möglicherweise Stichflammen oder es würde alles in Flavor Bars gehen. Nein, ich will den vollen Geschmack, das Fett muss im Fleisch bleiben, weil sonst bräuchte ich es ja nicht reinzuzüchten. Und diese Transferleistung kann sich gerade gnadenlos versagen. So. Herr Prof, ja. Was ist denn da drunter? Wie? Unter der Platte. Keine Ahnung. Ist das Kohle? Nein, das ist ein Gasgrill. Also ich koche generell, ich grille generell nur auf Gas. Okay. Deswegen verstehe ich die Frage nicht. Die waren nie in meiner Vorlesung. Kriegen wir nachher noch ein Pamphlet? Ein bisschen was? Ein Pamphlet von meiner anderen. Also das nennt man Skript, aber selbstverständlich. Also ein Pamphlet wäre, wenn ich mich da sehr übel auslassen würde oder... Sie würden weiter Ihre Weisheiten so schlecht verteilen, dann würde ich sagen, das wäre ein Pamphlet. Aber meine Skripte, die sind auf durchgehend gutem Niveau. Und natürlich auch nachhaltig. Das ist eine Expertise! Das ist schwierig. Warum haben Sie Schnee auf der Platte? Das ist kein Schnee und auch kein Kokain. Das nennt man hier Salz. Und das ist das portugiesische Salz. Was soll gesagt werden, jetzt zum geräucherten Rotz Bernsteinfarben, Alter. Achso, nicht? Ja. Also, der Mann hat ab jetzt geräuchertes Salz. Wie, hast du auch gesagt? Der schwingt da Volksreden. Ich habe hier geräuchertes Salz, der ganze Scheiß am Start überhaupt. An der Wand? Oh. Ja, kommt schon. Achso, wer wüsste. Erstmal gucken. Ich will es doch nicht noch brauchen. Du bist doch kein Penner. Gib dem Mann doch meine 90er. Ey, das kannst du kein Gegner sehen. Sammel doch mal. Das ist doch Warnungsmission live. Und kacke hinter die Hütte. Ja. Ich zähle. Der hat ja noch einmal eine Frage an den Professor. Hat es verstanden? Welchen Grad der Verbrennung haben wir? Herr Professor? Dann würde ich natürlich sagen, ich strebe eine Verbrennung dritten Grades an. Okay. Aber weil immer genau meine, wenn, auf wenn den Höhepunkt der Maillard-Reaktion, das heißt ja, also bei 160 Grad. Ja, wunderbar. Genau. Dann nehmen wir doch gleich mal Alfred von der dreigradigen Verbrennung da, ne? Ja. Na? Nein, das ist schärfer geworden. Das habe ich auch gewusst. Hallo? Ja, da siehst du auch total richtig. Ich habe auch gewusst. Ganze Malheur. Haben Sie da eine Knochenfraktur oder? Hier auf die Seite. Herr Professor, ja? Haben Sie da eine Knochenfraktur? Nein. Ist schon weg, der Knochen? Nee, da war etwas Sand im Getriebe. Das ist, wenn man mit Instrumenten arbeitet, die nicht die eigenen sind. Aber da kann ich jetzt keinen Malus für verzeihen, weil ich bin ja immer fair. Was für ein Malus? Keinen Malus! Das ist der Fall der Dame. Ich wollte jetzt mal sagen, diesmal hat mein Thomas? Gastgeber keinen Fehler gemacht, obwohl er Fehler muss gemacht hat, aber das hat er jetzt toll gemacht. Warum habe ich jetzt Arnus? Lass mal auf, ne? Arnus? Arnus? Echt? Arnus habe ich auch unter. Vielleicht haben Sie gestern Abend noch meinen Makaken-Video gesehen. Habt ihr auch schon so? Dann geht die Folie. Ja, sollen wir mal einen Steinhäger zwischen uns kriegen? Ich muss doch bestimmt wieder für demnächst die Bänderfeuer betreiben. Das dauert heute wieder. Das liegt nicht an mir, sondern ich brate langweilig. Ja, da kann ich ja nichts dafür.
gehen Sie doch raus und singen vor Karstadt. Also die junge Frau hier ist richtig scharf, ne? Also, ja, und geh doch mal hier, Junge. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Ja, ich teile mir einen mit Sohn. So. Anni. Wenn du schon mal machst, das wäre super. Alles klar? Wir sind bei dir 2 Minuten. Weißt du... Junger Mann, da haben Sie noch nie im Ausland studiert, speziell nicht in Kairo. Da sind 2 Minuten sehr dehnbar. Dehnbar. So, und wissen Sie, was die Pyramidenbahnen sind? Die was? Die Pyramidenbahnen? Ja. Ja, was denn? Nee, sag ich nicht. Gut, das hätte ich an Ihrer Stelle auch gesagt. Ich möchte ja nicht, dass hier jeder alles weiß. Ah, Kopfmonopole. Ja. Was? Tropfenmonopole? Tropfen? Tropfen? Tropfenmonopole. Hast du viele Lieder bei? Tropfenmonopole, nur einer hat das hier. Nee, nur bei ihm. Ah, auch mit ihm. Das ist aber weniger schlimm. Also die Grillplatte ist voll. Cool, ja. Ja, das ist schon. Weil erst nimmt man das Blöstarom und zweitens brauchen wir das quasi wie bei einer guten Prothese als Haftpille. Und bei Björn gibt die jetzt auch abgepackt. Wie heißt denn der Blöstarom? Ja. Meierwerk. Könnt ihr dir erklären? Ja, das ist gut. Soll das Käse denn auf Brot oder so? Oder? Kornchen, sehr gut. Nein, das 2 da drauf, sehr gut. So, wer möchte den ersten essen, live und in Farbe? Die Gastgeberin, ja. Die Gastgeberin. So, das erste Mal. Almighty Time. Svenja, das ist wieder ein Jungferung. Durch den Nepp. So, und das auch noch auf YouTube dann zu sehen. Svenja, warte. So. Ja! Svenja, es endlich! So. Essen! It's Almighty Time. Oh. So, Svenja ist jetzt ihren ersten Almighty. Das habe ich mal gelogen. Oh. Und so muss das aussehen. Es muss links und rechts am Mund vorbeilaufen. Svenja, mein Schatz, wie ist er? Lecker. Boah, du kleckerst. Du Luder. Achso. So sieht's öfter aus. Da haben wir ja gerade Fantasien gehabt. Und genau so muss das auch sein. Traumhaft, ich serviere den nächsten. So, trotzdem darf ich keinen ganzen. Das haben wir jetzt überhört. Nochmal, hört mir auf mit euren Unzulänglichkeiten und Inkompetenzen dieses Wochenende. Schluckt den Scheiß, ihr Säcke, ihr wollt es so. Ihr wollt es so. Können wir dazu noch was sagen? Ja, bitte. Hier, guten Appetit. Wie war das eigentlich, Herr Knoblauch? Was hast du denn? Guck mal, wie der Käse läuft. Leute, ja, so muss das. Wir sehen uns später wieder. Unglaublich. Schon bis den Garten. Guck mal, wo hat er sein Benehmen gelassen? Wer? Der gute Mann. Also, na, hast du auch ein Zapperlätzchen bekommen? Wer? Schmeckt's gut? Sehr gut. Mhm. Ach, ich hab ja noch 2 Patties. Ach du Scheiße, ich muss da noch weiterarbeiten. Also wir machen jetzt die Almighty's durch oder so, mal 2 Minuten warm für euch. Nee, also alles reicht. Mach mal durch. Voll. Eine Seite, 2 Seiten, wir gut gegessen. Ich hab noch gar keine Almighty gehabt da hier. Pass auf, Herr Ruffhoff. Ja, mein Freund. Das waren ja dieses Mal keine Burger Buns. Was hast du dieses Mal verwendet? Also, auch im Original verwende ich sehr, sehr gerne das Brioche oder ich backe Brioche Buns. So, diese Woche bin ich aufgrund meiner diversen Verletzungen, ich habe die gebrochene linke Schulter und ich war letzte Woche noch halbseitig gelähmt. Der Gerrit und der Thorsten von Beef & Meat, die wissen also, dass ich letzte Woche noch halbseitig gelähmt war. Deswegen habe ich ein Brioche-Brot gebacken, ja, was einfacher zu handeln ist. Mhm. Und deswegen gab es heute nur ein Brioche-Brot, was oben ohne Häubchen war. Aber ich hoffe, beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, dass das geschmacklich wenig Abbruch getan. Ey, richtig geil. Vielen Dank, mein lieber Freund. Bitteschön. Doch, und ich muss jetzt weiter essen. Bitte. Das ist eine Sache. Kann ich mir jedem sagen, neben dem Pferd, in meinem Beispiel, holt euch zusätzlich Unfallversicherung.
Ja, ein bisschen was habe ich mittlerweile verpasst, aber... Nee, ich glaube, nach 12 Uhr. Hallo, hallo, die ist mehr als... Schauen wir mal, was der hier so macht. Aber das Messer... Schneide ich die ganze Ananas kaputt hier? Sondern. Genau, oben am Schnitt ansetzen und dann... So, Leute, die Ananas-Flambiererei habe ich jetzt verpasst, aber egal. Ich auch. Der Flo hat mir noch ein bisschen was übrig gelassen zum Probieren und... Geiler Typ. Tolle Mäuse. Heftig über das, ne? Schmeckt lecker. Es wird jetzt noch eine zweite Ananas aufgeschnitten. Schön mit Zimt probiert? Und so. Wird die flambiert? Ja, ich glaube schon. Also es wird doch immer eine komplett neue Ananas gemacht. Ich mach noch eine neue. Genauso wie die vorige. Mit Flambieren und allem drum. Hervorragend. Naja. Und könnt ihr noch mal filmen? Ja, aber sag vorher Bescheid. Definitiv. Jetzt ist jetzt. Seht ihr das Ganze auf den anderen Kanälen. Also sagen kann er ja, ne? Das ist jetzt. Aber der Whisky steht hier, das kann ja nicht sein. Schaut einfach bei allen mal rein, wenn sie das Video von den 10 Blocker einen Ort rausbringen. Heute 20 nach 10, es gibt noch lecker Frühstück, bevor dann wahrscheinlich so nacheinander hier die Leute aufbrechen. Gerrit, machst du korrekte Arbeit? Ja, der Berg unterstützt mich. Dann machen wir ein bisschen Frühstück süß und kräftig. Okay. Gut. Oh, da freue ich mich jetzt auch drauf. Ja. So ganz genüsslichen Frühstückstoast mit Ei und Bacon. Salami, Käse, Orange-Cream, Ovomaltine, naja, okay. Auch Marmelade reicht vollkommen für Frühstück aus. Pastrami. Ist die fertig? Ja. Zappalott, sogar Pastrami haben wir da liegen. Ja, reicht vollkommen aus für Frühstück. Zum Schluss hat es noch ein paar kleine Geschenke gegeben. Wunderbar. Ich werde aber jetzt die Cam dann komplett wegpacken. Die Schlussrede könnt ihr natürlich noch bei den Kollegen auf der Kanäle sehen, wer alles da war. Und ja, es war ein mega geiles Wochenende. Und ich werde jetzt nachher dann auch heimdüsen. Vielleicht bleibe ich noch ein bisschen, keine Ahnung. Aber ich denke, wenn ich zu Hause angekommen bin, werde ich noch mal ein kurzes Schlusswort sprechen. Ja, so wie meistens. So Leute, ich bin jetzt schon knapp 6 Stunden locker unterwegs gewesen. Bin immer noch nicht zu Hause, weil warum hat Grillen mit Freunden geheißen? Na ganz einfach, wenn es Navi einen quer durch die Botanik jagt und man dann bloß noch 12 Kilometer Umweg hat, fährt man zum Kaffee trinken. Servus. So Leute, nach langer, langer Fahrt bin ich wieder zu Hause angekommen. Mein komplettes Fazit zu diesem Wochenende. Es war absolut klasse, top und geil. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Danke nochmal an diesen, wie hat er geheißen? Ich glaube, irgendwas mit Grillcoach Gerrit oder so. Also den auf alle Fälle mal danke. Und Svenja, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Es war wunderschön bei dir. Nein, Gerrit, es war absolut klasse. Ihr habt es top gemeistert. Einfach perfekt. Gerne wieder. Ja, und in diesem Sinne werde ich jetzt auch dieses Video beenden. Und Leute, wie gesagt, schaut bei den anderen allen auch rein. Die werden mit Sicherheit so ziemlich alle auch Videos rausbringen dazu. Gut, das war's dann. Ich bin weg, ich bin raus. Wir sehen uns. Ciao.